check our bedroom upstairs. Ja, weil ich gesagt habe, wir machen hier einen Cut, ne? Und wir sehen uns, wir gehen nach oben und gucken, was da oben ist, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Oh, okay. Krass. Also. Ansehen. Yo, what are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to Hoppala. figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Any progress? Not really. What about you? What are you doing up there? Ich wandere der Weltherrschaft oder ich schaue in unsere Zimmer. Natürlich. Just plotting world domination. It's a big responsibility. Not sure if you can hack it, Ronan. Oh, ye of little faith. I guess it is about time to check our bedroom. I'll be up in a second. Okay, sie gucken gleich nach oben. Wir können ein bisschen noch mit ihr Where'd rumschauen. you come from? Ach, wir können. Okay, ein Schweif aus zwei Schwertern. Okay. Ah, so heißt das Buch. Okay. Okay, da kommen sie auch schon. Ich glaube, hier oben ist nichts mehr. Außer dieses Zimmer. Wir gehen dann mal rein und mal gucken. Now this feels like home. Ja, da hat er recht. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Oh, ein Text wieder. Soll ich lesen oder lest die alleine? Ne? Ihr könnt jetzt ja auch mal in den Kommentaren abstimmen. Ne, ich kann nämlich noch keine Umfrage machen. Naja, so. Deswegen. Ne, ich glaube, den Namen von das Mädchen. Tyler, do you copy? If we don't move fast, this whole thing is going to melt. Alison. Do you copy? Ksh, copy, Allison. Gonna get this thing moving soon. Don't want the Mad Hunter to catch us. Over. The Mad Hunter. Oh, he still gives me the creeps. I wish I could forget about him. Ja, wie gesagt, dann lese ich das einfach mal vor, ne? Hallo. Ich glaube, diesen Namen von Schwester lese ich immer falsch vor. Ja. Hallo Alice und Olli. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juan? Ich glaube, so richtig ausgesprochen. Juan, keine Ahnung, ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch. Die waren im Wasser. Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. A und O. Alison und Olli. Ronan. Ja, und die Straße brauche ich, glaube ich, nicht vorlesen. So, haben wir auch die Postkarte gefunden. Guck mal, da ist ein Hot Wheels Auto. Gefällt das Hot Wheels Auto? Wir gehen natürlich weiter. Die Postkarte haben wir schon gesehen. Oh, wir können lesen. Hockey Club Dallas. Entschuldigung, das steht auf den Schal drauf. Eishockey-Verein. Was steht da? Okay, das ist immer noch. How did you convince me to let you put this up? It was my favorite movie back then. So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too groupthinky. Hey, buddy, it's been a long time. Oh. Oh, this one wasn't mine. Ja, ich kann wohl Gedanken lesen, ne, mit dem Spruch, oder ich wusste das nicht, ne. Look, it's the game we made, Lusion Tramway. That game never made any sense. Didn't stop us from playing all day. Dude,
We were kids. All we needed were rocks and bird feathers. Oh, die Spielregeln. Möchtet ihr die wissen? Wenn ja, dann könnt ihr das Video pausieren, ne, und hier die lesen. Ne, und ich mache dann jetzt einfach weiter, ne? Weil ich glaube, ob man nicht die Spielregeln unbedingt brauchen kann, weiß ich nicht. So, wie gesagt, Zimmer, ne? Ja, wie gesagt, für das Hot Wheel Auto, ne? Ein großer Teddybär, den kann man aber nicht nehmen. Dann haben wir da unten noch Bücher liegen. Whenever we asked for a TV, she'd just bring home a big stack of books. I think she did us a favor with that one. You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. Ja, HBO gab's doch schon. Ich weiß nicht, wann HBO gegründet worden ist, ne? Some of our old toys give me the creeps. Okay, weiter können wir da nicht anschauen. Hier ist nix. Da ist was in der Kiste drin, ne? Da ist noch ein Troll. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you called him Chief Brown if you're gonna be an ass about it. Unser Raum. Kontakt. Okay. So soll der Troll, glaube ich, heißen. Glaube ich. Und wir machen jetzt mal die Kiste auf und im Hintergrund sehen wir die Sonne lacht, ne? Nein, Scherz. Wir machen jetzt mal die Kiste auf, ne? Look what I found. What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole... All these stories. Okay. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. It's one of the only times I remember... Hier sind die ganzen Kapitel von dem Buch. Scheiße. Mein Vorschlag wäre... ich lese das jetzt nicht alles durch, ne? Wie gesagt, wenn ihr es euch durchlesen möchtet, dann macht das gerne. Könnt ihr gerne Pause machen. Ne? Ich kann mich auch gerne jetzt meine Kamera hier wegmachen. Ne? So müsst ihr mich dann nicht sehen, wenn ihr das am Lesen seid. Ne? So, meine Cam ist jetzt weg. So, wie gesagt, hier sehe ich den ganzen Kapitel, wie die heißen, denke ich mal. Ne? Dann blende ich die jetzt mal aus. Ne? Und dann, wie gesagt, gehen wir mal zur ersten Geschichte rüber. Und ich halte jetzt einfach meinen Bund. Und wie gesagt, wir gehen durch allen durch. Ihr könnt sie einfach lesen. Und bis gleich. Ne?
is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. So, da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, ihr habt das durchgelesen. Ne? Mom, where is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. Ich glaube, ich mach mich weg. Saw it coming. She told me right to my face. She was willing to hurt me to keep me from transitioning. Tyler, there is no way you could have known she'd go that far. I want my diary back. Her room was the only place I didn't look. Okay, but do you need to get it, like, now? That diary was important to me, Allison. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it. You think her room is still locked? It always was. I'm not looking forward to going in there. I know, but we'll have to eventually, and I need it back. Das bedeutet, wir kommen jetzt in den Raum von der Mutter rein, denke ich mal, und wir werden. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird in diesem Raum, was wir zu sehen werden. Hold up. Warte. What? Okay. Remember this? Unfortunately. You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. Okay. Nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. You have the Book of Goblins? Yep. Hand it over. What are you looking for? The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touché. Wie können wir das? Achso, da können wir drehen. Ich glaube, Elch. Bär. Und Ente. Huh. Jawohl.
Und das ist die nächste Errungenschaft. Soll ich mich weiter zeigen? Ich glaube, wenn wir in der Tür drin sind, dann sieht er mich noch einmal, ne? Oder mehrmals, ne? And boom. We're in. Wir sind drin. Wir sind drin. Ach du Scheiße. Das mich aber irgendwie. After so many years, I expected this to feel more, you know, like a win. Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Why do I feel like you're not gonna let me forget that? Where do you think we should start looking? Okay, es hat sich erledigt. Weil ich dachte nämlich gerade, wie hat sich das Licht aktiviert? Das Licht hat sich natürlich aktiviert, wenn wir hier das Puzzle gelöst haben. Ne? Deswegen ist auch da dann, das, also da oben die runde Leuchte aktiviert. Ne? Dann aktiviere ich mal mich wieder. Also hallo, da bin ich wieder. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, dass da oben durch die Türe das irgendwie gemacht worden ist. Ne? Warum hat die da das Bild umgedreht? She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods or Marianne got sick of Tessa's judgment. Okay, ich glaube das. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann herausfinden werden. Ich habe keine Ahnung. Was denn? Oh, die nächste Figur, oder? Kluge Prinzessin. Neues Sammelstück haben wir gefunden. Okay. Okay. Ey. Das suchen? The expression on our faces? Ja, ich glaube, ja, soll man dazu sagen, ne? Also. This explains a lot. They're mostly full. She was too stubborn to take medication. Okay. Nein. It's here. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. Was hat er da gefunden? Tagebücher von den Zweien? Ich habe keine Ahnung. Das würde aber einiges erklären, wenn das wirklich die beiden Tagebücher sind. Oder ein Tagebuch. Hier. Tyler. What? Look. What? Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. It doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad at I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. Scheiße. She can't do this to me.
now. When I finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. Ten years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. I think I need some air. Yeah. Ja, das, ich muss verkraften oder so, ne? Das, gut, ja. Ich finde da einfach nur die Worte, ne? Wie gesagt, ich weiß aber, are you really, really sure? Ja, ich mache jetzt mal meine Kamera aus und I am. Ich schalte das mal mit. Wir sehen uns dann gleich wieder. Okay. Here we go. Is it all gone? Yeah. It looks amazing. Really? Yeah. I can't wait to show Mom. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Yeah, but not tonight though. It was almost like a party. Thank you, Allison. You don't have to thank me. You're my sister. I feel more like your brother. Brother, sister, we look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. Mom? Das sieht etwas creepy aus. Was passiert da gerade? Oder? Oh, das ist schön. Mom? Oh no. No, 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 no. This is wrong. This is all wrong. Oh, krass. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Ja, mich fehlen die Worte. So, ja.